Hallo ihr Lieben, wir bekommen jetzt eine Kaufland-Haul, eine XXL-Haul und ich war noch im Action und im Kick. Da habe ich auch voll viele schöne Sachen mitgenommen, die zeige ich euch dann auch noch im Anschluss. Genau, erstmal einen Kaufland-Haul. Ich will einkaufen, weil wir, wenn jetzt alles gut geht, ich weiß es nicht, weil mein Mann ist ja aktuell krank, der nimmt jetzt auch Antibiotikum, den geht es gar nicht so gut. Aber er ist jetzt dann wenigstens nicht mehr ansteckend, aber jetzt schauen wir mal, wie es ihm am Sonntag geht. Und eigentlich wollten wir am Sonntag seinen Geburtstag nachfeiern. Ja, jetzt wissen wir jetzt auch nicht, wie weit und wie wird es besser oder nicht besser. Aber jetzt habe ich halt einfach schon mal dafür eingekauft. Und wenn nicht, dann wird das halt irgendwie eingefroren oder wir kochen das selber oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich einmal eine Gurke mitgenommen. Gurke kostet 59 Cent. Brot, Bauerbrot ist im Angebot für 1,11 Euro. Einmal Joghurt, boah, ich bin so joghurtsüchtig geworden. 0,1, ne, ihr wisst, ich spare Kalorien und übrigens, gell, ohne Scheiß. Ich habe noch kein einziges Gramm abgenommen. Kein einziges Gramm. Aber, also auf der Waage nicht. Aber gefühlt, gell, fühle ich mich ohne Scheiß rank und schlank. Nur dadurch, dass ich einfach seit 5 Tagen. Leute, seit 5 Tagen, seid stolz auf mich, seit 5 Tagen mich wirklich bewusst und gesund ernähre. Was das für eine Energie gibt, ne? Also, ja, ich bin ein Schokofreak und ja, mir geht die Schokolade schon so ein bisschen ab. Aber ohne Scheiß, dieses Energielevel, was du mit deiner Ernährung machen kannst, das ist schon krass. Schokolade ist halt immer so Energielevel, oben und unten und dann geht es halt immer so, ne? Aber so, wenn du da echt auf deine Ernährung achtest, das ist schon, ich finde, langsam gefallen dran. Übrigens kein einziges Gramm abgenommen und trotzdem fühle ich mich irgendwie rank und schlank, also irgendwie voll wohl. Finde ich auch irgendwie ein lustiges Phänomen. Ja, deswegen sage ich immer wieder, scheißegal, was auf der Waage steht, wichtig ist, dass du dich wohlfühlst. Aktuell fühle ich mich gerade voll wohl, deswegen behalten wir jetzt alles bei, wie es ist. Also scheißegal, was wirklich auf der Waage steht. Du musst dich wohlfühlen in deiner Kleidung, in deinem Stil und dann, glaube ich, streiten das auch schon so aus. Yes. Ich habe einmal mitgenommen, ich werde backen. Ah, da freue ich mich auch schon. Da werde ich natürlich mitessen. Vor allem, ich bin ja momentan, ich habe mich ja so, ihr wisst, früher habe ich mich immer intuitiv ernährt und da ging es auch von alleine und da musste ich auch nie auf irgendwas gucken und sowas. Irgendwann hat sich das aber dann verlaufen. Und irgendwann habe ich halt dann auch, ja, wie viel mein Wunschgewicht werde wieder 54 Kilo. Da habe ich mich immer super wohl gefühlt. Meine Kleidung hat gepasst und es hat nichts gezwickt. Und ich habe mich nicht wie eine Presswurst in meiner Jeanshose gefühlt. Da würde ich gerne wieder hinkommen. Aktuell liege ich bei 60 Kilo. Also es sind eigentlich nur 6 Kilo. Trotzdem nerven mich die, weil meine Jeanshose nicht passt, weil mein, ja, alles so, boah, der Lappen hier vorne war so gruselig. Der ist überhaupt gar nicht mehr gruselig. Leute, der ist nicht mehr gruselig. Das ist sogar 5 Tage. Nichts an der Waage geändert, aber irgendwie hat sich das jetzt anders verteilt. Bin ich mega, auf jeden Fall. Genau, würde ich gerne wieder auf die 54 kommen. Am besten, am liebsten mit intuitiv essen. Deswegen track ich aktuell, weil tracken ist nichts anderes eigentlich wie intuitiv essen. Aber tracke und dann esse ich sogar gesund. Früher habe ich intuitiv gegessen, habe ungesund gegessen. Hat auch funktioniert, bin halt nie über meinen Kalorien Überschuss gekommen, so habe ich immer mein Gewicht gehalten. Jetzt will ich ein bisschen Gewicht verlieren, also muss ich unter meinen Kalorien bleiben und dann verliere ich automatisch Gewicht. Kommt mir egal. Wieso erzähle ich das alles im Foodtalk? Weil ich, glaube ich, einfach das Bedürfnis hatte, das mal zu erzählen, weil in Instagram mir gestern, ich glaube gestern war es, schon eine geschrieben hat, boah Lisa, jetzt fängst du da an mit Kalorienzählen und ich habe deine leichte Leichtigkeit früher so gemocht und oh, das nervt so. Ich denke immer, ihr wollt die Wahrheit wissen, ihr wollt wissen, wie es aktuell ist und deswegen rede ich halt auch drüber, aber irgendwie nervt es halt dann schon wieder den einen oder den anderen. Ich habe keinen Bock, mein Leben lang Kalorien zu zählen, ich will einfach nur meine 54 Kilo wieder und mehr will ich nicht, fertig, aus. Und dann ernähre ich mich wieder emotiv und dann will ich wieder ganz normal essen und dann will ich auch mein Gewicht halten. Aber erstmal muss ich das Gewicht verlieren, bevor ich überhaupt irgendwas halten kann. Genau, ja. Was, das hat mich so aufgeregt. Wieso darf man eigentlich, wenn man öffentlich ist, nicht machen, was man will? Wieso? Gefühlt 1 Million Leute müssen dir immer ihre Meinung aufbringen. Das nervt manchmal so. Ja, manchmal nicht, ja, manchmal schon. Manchmal denke ich mir, man darf auch nie was Neues ausprobieren oder was anderes ausprobieren, weil du hast doch seit Jahren lang das genommen. Wieso nimmst du jetzt das? Ja, sorry, jeder normale Mensch nimmt mal die Creme, aber wenn du öffentlich bist, musst du immer ein und dasselbe nehmen. Du darfst niemals was Neues ausprobieren, weil du hast doch das andere gut gefunden. Wieso testest du jetzt was anderes aus? Weil du es vielleicht nach einem Monat nicht mehr gut findest. Naja, egal. Ich weiß gar nicht, warum ich so lange bin. 2,49 Stück. Wiederle. Hat mich irgendwie
wollte ich mal informativ hier euch mitteilen. 359, wahrscheinlich verfolgen mich nicht mal die meisten auf Instagram, oder? Ist ja auch wurscht. Laugenbrezen 1,99 will ich immer zu Hause haben. Ist immer mega praktisch, wenn man zu Hause hat. Und dann natürlich, wenn Besuch kommt, so ein bisschen was Abwechslungsreiches zum Trinken. Wow, Cola Zero, sehr abwechslungsreich, Lisa. Dann machen wir weiter. Ja, wir machen jetzt erstmal Kaufland zu Ende. Dann habe ich einmal noch eine Gurke mitgenommen, 59 Cent. Die hat hier lauter Stacheln, schaut mal. Voll krass. Normal haben doch immer nur die Landgurken Stacheln, aber irgendwie hat die jetzt Stacheln. Dann ist Fruit Trio im Angebot für 1,39. Habe ich gleich schon mal mitgenommen. Ist immer noch bis zum 30.03. haltbar, finde ich sehr gut. Einmal Gulasch, bei uns wird es nämlich geben am Sonntag. Gulasch gemischt. Bei uns wird es geben... Aber ich habe vorher schon gemacht, Entschuldigung. 8,39 € übrigens für dieses Pot. Bei uns wird es geben Gulasch mit Nudeln oder Spätzle. Genau. Und dann noch Salat dazu. Fertig. Ich bin faul. Ich bin morgen mit meinen Mädels unterwegs. Habe keine Zeit, da ewig in der Küche zu stehen. Deswegen gibt es super fertige Spätzle. Wird genauso gehen mit einer dicken Schicht Butter. Perfekt. 1,59 € und ich schätze, ich weiß, das Spätzle super schnell geht eigentlich, aber diese Kleberei, der Schwamm, was man dann wegschmeißen muss und alles. Wieso schwer, wenn es auch einfach geht? 1,59 € pro Packung. Ich wusste gar nicht, wie viel ich mitnehmen soll. Ich dachte mir 2 Kilo. Bisschen übertrieben, weil ja Nudeln dann auch noch als Auswahlmöglichkeit, weil die Spätzle darf jetzt zum Beispiel die Amelie nicht essen. Das ist ja Ei drin. Deswegen war ich auf jeden Fall noch eine Nudelalternative und viele Kinder essen auch lieber Nudeln wie Spätzle. Also haben wir 2 Kilo Spätzle und dann machen wir 2 Kilo Nudeln und dann sind wir. Haben wir viel zu viel. 1 Kilo Nudeln reicht wahrscheinlich. Habe ich noch eine Orangenlimo mitgenommen für 65 Cent. Damit, ja gut, der Zuckergehalt auch stimmt. Ein paar Karotten, weil ich einen Karottensalat auf jeden Fall auch. Und dann auch fürs Gulasch brauche ich ein paar Karotten. 99 Cent. Hier ist nochmal ein Gulasch. 2,5 Kilo habe ich übrigens genommen. 8,39 €. Ich wusste auch nicht. 4. Und noch ein halbes Kilo. 4,39 €. Genau. Gemischt. Ich habe noch überlegt, soll ich nur Rind nehmen, weil eigentlich nur Rind schmeckt besser, aber ich mag nicht nur diesen nur Rindgeschmack, deswegen werde ich mir lieber gemischt. Gemischt schmeckt irgendwie besser. Ich habe noch ewig überlegt, aber habe mich dann doch für gemischt entschieden. Einmal hier eine Spezi für den Geschmack, das ist für so ein Apfelsaft für 1,09 €. Spezi 69 Cent und nochmal eine Cola Zero, aber das kann ich jetzt eigentlich hier alles wieder reinmachen. Dann habe ich es einfacher später beim Aufräumen. Ne? Erst aus der Tüte rausholen, dann wieder in die Tüte rein. Macht gleich mal. Chillt euer Leben. So, das kommt hier runter. Was natürlich nie fehlen darf, ist der Sixer Cola Light. Wisst ihr Bescheid? 65 Cent die Flasche. Das ist schon teuer geworden, gell? Früher hat eine Cola Light. Ich glaube, wo war es? 39 Cent oder es war auch mal 29 Cent im Angebot gekostet. Und jetzt 65 Cent. Das ist schon krass, ne? Das ist echt krass. So, naja, wir überlegen es. Tomaten, die waren im Angebot, brauche ich dann auch für meinen Salat. 1,49 €. 3 Paprikas habe ich mitgenommen. Ich mache unglaublich gerne einen Salat. Mit Paprika, Gurke, Tomate und Karotte. Und dann Joghurtdressing dazu. Joghurtdressing mache ich einfach Joghurt, Essig und Senf. So nach Pi mal Daumen. Und dann noch von Just Spice das Stolen Spice dazu. Oh, kann ich ja reinsetzen. Dann habe ich jetzt immer so Smashed Potatoes mit rein. Oder ihr könnt Kartoffelwürfel mit rein. Oder schmeckt so lecker und so sättigend. Ja, Lisa wird gesund. Aber ohne Scheiß, das merkt man dem Körper schon an, dass man eine andere Power hat irgendwie. Oder auch das haut weg. Ohne Scheiß, ich erzähle euch, wisst ihr, was ich meine? 5 Tage und Lisa denkt sich, ich bin healthy. Aber es wird auch nicht immer bei mir und ich bin immer eine Nasch-Queen und ich freue mich auf morgen, Mädelstag, da werde ich Cheat Day, nennt man das doch, einlegen, oder? Da werde ich alles essen, was ich will, aber ich habe voll Bock auf Salat, also würde ich auch wahrscheinlich einen Salat im Restaurant essen, wir gehen dann schön essen, erst shoppen, dann essen. Also, man muss das nutzen, wenn man Bock drauf hat, ne? Tomaten, ja, Lisa, 1,99 € ist viel. Feldsalat, da wird ein Salat gemacht, 1,29 €. Ein Eisbergsalat, da wird auch ein Salat gemacht. Oh, Lisa, 99 Cent. Dann kam so einiges mit bei der Wursttheke, da habe ich auch 8,50 € gelassen. Und was habe ich denn mitgenommen? Ich habe einmal Leone, wie immer, 150 Gramm mitgenommen. Einmal Bierschinken, 100 Gramm, wie immer.
Koch hinter Schinken, der war im Angebot für 99 Cent pro 100 Gramm. Habe ich 100 Gramm mitgenommen. Landjäger habe ich mitgenommen. 72 Gramm für 1,72 Euro. Ein paar Landjäger für 1,72 Euro. Und Salami, ungarische Salami, die schmeckt so lecker. Habe ich auch mitgenommen. Für 1,95 Euro. Ne? Weiter geht's. Einen Schokoladenmuffins, die werde ich machen, die werde ich aber einfach ohne Ei machen und werde das Ei durch Apfelmus ersetzen. Habe ich beim letzten Mal gemacht, hat super geklappt. Übrigens, alle Produkte von Ruf sind 25% bei Kaufland gerade reduziert. Sehr schön, sehr schön. Butter, falls ich die zum Backen brauche, für 1,29 €. Und Bananen, die brauche ich immer für mein leckeres Müsli. Ohne Scheiße. Also es hört sich ja echt Banane an, ne? Aber Banane hört sich Banane an. Ich habe auch eine Leidenschaft auf Skier oder Joghurt, je nachdem, mit Müsli, Banane und Apfel. Also, ob ich liebe bei Salat und das. Also, die zwei Sachen, ja, voll geil. Dann sind die auch beide sehr gut. Sehr gut. Sehr gut für Figurchen. Ja, Leute, der Sommer kommt, man muss sich einfach wohlfühlen. Man denkt ja sich immer, egal. Ach, jetzt habe ich die Tüte wieder genommen, die wohl schon. Wollt ihr nochmal die Getränke zeigen? Wenn hier tütenmäßig haben wir alles. Also das war's vom Kaufland. Hab schon einiges gezahlt, gell? Also für das, dass es eigentlich ja heute nicht gerade so granatenviel war, aber Fleisch ist teuer. Fleisch ist ein Luxusprodukt, aber da müssen wir auch so sehen als Luxusprodukt. Also von dem her ist es okay. Das ist die einzige Sache, wo ich okay finde, was teuer geworden ist. Alles andere finde ich eine unverschämte Frechheit. Fleisch darf teuer sein, von mir aus. Was habe ich gezahlt? 71,22 €. Und dann die Endlosbeute. Habe ich nicht eine schöne Tasche? Wunderschön. Hier oben ist erstmal Kick. Also werdet ihr jetzt erstmal die Kick-Ausbeute sehen. Da habe ich einmal, ist es jetzt 104, aber ich glaube, das ist der Amelie viel zu groß. 98 gab es leider nicht. Da gibt es ja immer Leggings im Zweierpack für 4,99 €. Das ist mega. Ah, jetzt kommen die, muss ich ein bisschen rüber. Kommen die hier 4,99 € im Zweierpack. Schauen wir mal, ob es der Amelie zu groß ist oder nicht. Schau mal, Amelie, das ist für dich. Aber ich glaub, ja! Die ist so süß, die freut sich noch wohl. Du musst hier erstmal Platz machen. Kommst du jetzt auch? Ja. Ja. Schau, das ist für dich. Aber pass auf, du musst den Joghurt runter haben, die Hose. Aber ich glaube, die ist noch ein bisschen groß, die Hose, gell? Ja. Ja, mal schauen. Und das ist für die Luana. Die sind perfekt. Die gehen aber auch relativ schnell. Man kommt immer kaputt. Ja. Aber egal, ob die Hose Leggings teuer war oder günstig, die gehen alle gleich schnell kaputt. Ne? Nochmal davon aber abgesehen. Ja. Oh, Vorsicht, Esien. Ja, das ist meine. Das ist deine und das ist für eine Luana. 4,99 € ebenfalls. Gut. Ja. Und was haben wir noch? Ach, schau mal, was ich dir noch mitgenommen habe. Schau mal. Mein T-Shirt. Für dich habe ich das gekauft. Schau mal, gefällt es dir? Ja. Lucy, Lucky, Tellerwood! Ja, ich sitze ein bisschen wie in der Kamera. Wer ist da drauf? Lucy, Tellerwood! Gefällt es dir? Nein. Nein? Lucy, Tellerwood. Gefällt es dir nicht? Doch. Doch. Süß, gell? Schau mal. Meine! Deine? Gefällt es dir? Ja. Zeig es mal der Luana. Hallo, Luana. Mein T-Shirt. Und deine Hose. Schau. Und dann habe ich beim Action das hier mitgenommen. Das ist für den Papi. Das ist Bumblebee. Schenkt es meinem Papa, der freut sich bestimmt. 3,99 € für Bumblebee. Habt ihr gesehen? Bumblebee ist es. Ich möchte jetzt auch so Luftspringen sehen wie bei... Dann geht es nicht so gut. Da dachte mir, jemand, der krank ist, der freut sich vielleicht über Spielzeug. Dann habe ich noch hier einmal... Ja, gell? Ja. Da könnt ihr spielen gleich miteinander. Könnt ihr ausprobieren. Kennt ihr das? So ein Wurffangspiel? 1,99 € bei Action. Ich bin ein Opfer. Da hat die Oma. Ja, dann zeig's mal der arme Luana. Und dann, wisst ihr noch, wie ich letztes Jahr einen Falteimer überall gesucht habe? So einen Eimer, wo man... Da hat die Schaukel, Oma. Was, die Schaukel, Oma? Wo man dann perfekt den Urlaub mitnehmen kann. Mega. 1,49 € bei Action gerade. Müsste schnell sein, weil später, wenn es dann in den Urlaub geht, dann gibt es sowas nirgends mehr. Und das mir für 1,49 € muss ich den Falteimer jetzt einfach mitnehmen.
Ja, da hat die Oma Mama. Na, die Oma, super. Danke, Oma. Dann ist das für die Freundin von der Bella. Ich glaube, das hat gekostet, knapp 2 Euro war das. Dann habe ich noch Hause. Ja, das ist für die Annabelle, fürs Geschenk. Die kriegt einen Gutschein noch dazu. Wo habe ich den? Nur mit Annabelle, das haben wir gemacht. Hier. Ich krieg noch einen Gutschein. Ich mache etwas anderes. Wunschgutschein heißt das, genau. Da kann man ja einlösen, wo man will. Und dann halt noch so eine Kleinigkeit dazu. Weil ich finde es aber so blöd, wenn man nur einen Gutschein schenkt. Deswegen, ja. Das ist mein Zuhause. So ein Tagebuch mit Diamond Painting. Ich glaube, da freut sie sich bestimmt. Packen wir dann später alles schön ein. Gutschein. Und was ich noch gefunden habe, wo sie sich bestimmt auch freut, so ein kleines Gläschen. Schaut mal. Das hat 79 Cent gekostet. Und da füllen wir dann einfach Gummibärchen oder Smarties rein. Und das legen wir, wir tun das alles in so eine Geschenktasche. Und das legen wir dazu. Die Annabelle ist eine der besten Freundinnen von Bella Bella. Deswegen habe ich mir da schon ein bisschen Mühe gegeben. So, und dann haben wir hier das allerletzte. Damit kann ich endlich mein Reel fertig machen. Ich habe nämlich so eine Reel-Idee. Habe aber immer einen Ordner mit 4 Lochdinger gesucht. Ein Ordner ist es und jetzt kann ich mein. Ist der schon drei? Ja, 4. So. Wow. Jetzt können wir das endlich fertig machen. Aber ich schau mal, ist es. Oh, zeig mal schnell, dann zeig ich es auf der Kamera. Und der Vorder hat aber das Auto. Das ist Bumblebee. So ein Mist. So ein Mist, das ist Bumblebee. Ich mach ein Auto. Du weißt, wer Bumblebee ist. Genau. Ich wusste, dass du größter Fan von Bumblebee bist. Genau. Aber ich würde sowas nie kaufen. So, jetzt ist ein Auto. Wisst ihr, dass sich, wisst ihr, er freut sich einfach nie, egal was ich mitbringe. Ja, aber es ist so ein. Es ist Bumblebee. Ja, Bumblebee ist kaputt, ist kaputt gegangen. Bumblebee, es hast kaputt gemacht, Bumblebee. Kann man es zurückbringen? So, ihr Lieben, Bumblebee hat 3,99 gekostet. Ja, du hast wieder repariert, außerdem habe ich die Verpackung schon in den Ofen geschmissen. Ist kaputt wieder, ist ganz. Ja. Bumblebee. So, ihr Lieben, Bumblebee, was hat Bumblebee hier ausgegeben im Action? Diese Kleinigkeiten. Man schenkt nicht nur zu Valentinstag was, sondern immer ab und zu unterm Jahr. Aber er freut sich einfach nicht. Ich krieg halt nie was geschenkt. 11 Euro. Und alles Spielzeuge. 64. 11,64 Euro in Action noch gelassen. Sehr schön, ihr Lieben. Ja? Achso, der Ordner hat 1,69 gekostet. Das habe ich gar nicht gesagt. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat der noch Chaos. Noch was? Was noch was? Nee, das habe ich schon gezeigt. Wir sind fertig. Hat es dir gefallen? Ja. Ja, war gut. Klatsch ein. Jetzt müssen wir alles aufräumen. Jetzt müssen wir in den Keller räumen. Das ist für den Keller. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben geben, denn das ist mein Feedback, dass ich weiß, dass ich weiter Videos mache. Das ist meine Motivation. Wisst ihr Bescheid? Hüpft gerne auf Instagram rüber. Ciao!